Natürlich haben wir hier keine neue Optik für oder einen Ersatz für das 510 von Holosun, sondern das ist eine Konzeptoptik von Holosun. Wer ein wiederkehrender Besucher auf unserem Kanal ist, hat auch sicherlich das Video gesehen. Auf der SHOT Show 2020 haben wir euch diese Konzeptoptiken vorgestellt. Gibt es in drei verschiedenen Größen. Ist am Ende vom Video auch nochmal zu finden, der Link zum SHOT Show Video. Aber das Ding hier funktioniert wirklich. Ja? Also das ist jetzt nicht irgendein Fake, der einfach nur groß ist, sondern das Ding funktioniert wirklich. Kann natürlich nicht kochen, kann natürlich auch hier nicht 400.000 Stunden Batterie und was weiß ich, was ich noch alles erzählt habe. Aber das Ding funktioniert wirklich und ist sehr, sehr geil. Auch gerade hier mit dem Magnifier, den stellen wir euch auch in den nächsten Tagen, Wochen nochmal im separaten Review vor. Wie ihr sehen könnt, das ist kein Fake oder Dummy, sondern das Ding funktioniert wirklich. Sehr schön gelöst ist hier auch die Platzierung des Magnifiers. Das heißt, selbst im hochgeklappten Zustand könnt ihr immer den Punkt sehen und müsst eigentlich nur den Kopf zur Seite bewegen, um dann den Magnifier nutzen zu können. Wenn er euch trotzdem stört, kann man ihn nochmal zur Seite klappen. Ja, ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig. Ich bin es definitiv nicht, weil das Ding ist nämlich sauschwer auf dem AR oder hier auf dem kleinen Ding. Das sind nämlich nicht nur 50 Gramm, sondern 5000. Aber naja, gut. In diesem Sinne, einen schönen 1. April. Macht's gut, bis dann, bye bye. Der kackende Schwan. Outtakes zu machen. Benutzer oder Endverbraucher gehört und jetzt in diesem Jahr das 1420 rausgebracht, ist im Prinzip eine etwas vergrößerte Variante, wiegt nur 50 Gramm mehr und bringt euch gleichzeitig auch noch hier ein Mac. Du musst aufhören zu lachen, sonst kann ich nicht ernst. Weißt du jetzt? Ich muss doch ernst bleiben. Du musst dich jetzt, Stefan, heute ist es an dir, dich zusammenzureißen, weil ich werde hier lügen, dass die Balken brechen, ja? Und ich werde dabei ernst bleiben.